Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dying Light. Gut, irgendwie müssen wir da hochkommen können. Nein, 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 nein. Okay, dann retten wir den Vollidioten. Wie weit ist dieser Vollidioten schon wieder weg? Gut. Irgendwie müssen wir dann einen Weg da hochfinden. Vielleicht von hier aus. Aber zuerst retten wir den anderen Idioten. So, kalt wurden sie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Ich bete zum Gott der Sonne, dass er sie segnen möge. Ja. Danke vielmals, aber ich will meine Belohnung. Und hier ein kleines Dankeschön. Passen Sie auf sich auf. Gut. Ah. Das sind meine Augen da. Und runter. Wow. Okay, es scheint so, als könnte man hier... Ist das auch der richtige Weg? Zumindest scheint es so. Ah. Okay, das haben wir bald. Und hoch damit. Und hier auch noch. Oh. Okay, hier ist nichts. Gut. Okay, so geht's auch. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben die Idylle. Ich dachte, er wohnt hier alleine. Frei von jeglicher Zombies. Hallo? Ja, ja. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir... Ach so. Ja, siehe, da ist ein gottverfluchtes Schattenjägernest unter der Hütte. Die Hälfte von Sabets Sachen ist in der Höhle gelandet. Ich werde nach diesen Kräutern suchen, aber ich bezweifle, dass er noch lebt. Dann war's das. Wage es nicht, da reinzugehen. Diese Nester bedeuten den sicheren Tod. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Ja, wir haben alle etwas gehört, und zwar... Hilf mir! Okay. Gut, Medikits. Wir müssen ein paar davon machen, damit wir... ja, genug zum Leben haben. Oder etwa nicht. Gut, ich glaube, das sollten jetzt ausreichen. Okay.
Suchen Sie die seltsame Quelle des Geräusches. Okay, gut. Munition habe ich so gut wie keine. Lass mich sterben oder was? Oh. Heilige Scheiße. Oh. Tut mir leid, mein Freund. Ja. Ihr Seel muss das gar nicht erfahren. Zuerst einmal wird hier nach Kräuter. Gut. Kann man das Nest hier auch irgendwie vernichten? Es brennt. Armer Sabit. Oder wir müssen jetzt diesen Weg raus. Oder anders gesagt, wir müssen ins Wasser. Armer Salim. Gut, zum Glück können die, wie heißen die, Nachtjäger, Schattenjäger, nicht ins Wasser. Sonst wäre das gemein und tödlich. Ich glaube, da können wir kurz Luft holen. Dunkler Bereich verlassen. Okay, wo landen wir? So, ich glaube, wir sind wieder da. Kann man den Schattenjägernest nicht irgendwie in die Luft jagen, vernichten, zerstören? Ja, das GI-Paket wurde gestohlen. Dass sie ja kein Antizin mehr abwerfen, ist das auch keine traurige Geschichte mehr. Okay, vielleicht hier entlang. Perfekt. Und von hier kann ich nicht aufmachen. Gut, die welche Kräuter braucht es? Hey. Gut. Ah, perfekt. Einfach aufmachen und was haben wir da? Das klassische Machete, ja. Wo sind die Kräuter? Metallteile, hä?
Sind sie vielleicht hier unten? Nein. Dunkler Bereich verlassen. Ah. Rindtrophäe, gut. Ist es das? Nein. Hier ist nichts mehr. Hä? Geht das vielleicht nur nachts? Okay. Okay. Das bringt leider nichts. Moment, aber die Kerze brennt noch. Also kann es nicht so lange her sein. Moment. Leute, geht sparsam mit dem Gelbwurz. Da wird gebracht. Wenn ihr ihn irgendwo seht, dann lasst es mich schnell wie möglich wissen. So schnell wie möglich. Mhm. Okay, das können wir nicht aufmachen. Und hier haben wir Pflanzen. Aber keins davon können wir verwenden. Und das Gelbwurz. Suchen Sie in Sabits Hütte nach den Kräutern. Die Hütte ist nicht riesengroß. Die Hütte ist sogar vergleichsweise klein. Oder sind das die Pflanzen hier? Ich glaube nicht. Hm. Sieht man sie nur bei Nacht? Aber ich glaube, es wurde so etwas erwähnt. Verdammt, ist kaputt gegangen. Gut, wird repariert. Hä? Seltsam. Aber ich gehe dann mal zuerst hier rüber ins Aussichtsturm. Ja, okay, gut. Gut, was haben wir hier? Metallteile, aha. Lackierung. Perfekt. Also, was hat es diesmal? Inventar voll. Gut, was haben wir für Schrott mitgenommen? Doppelläufige Schrottflinte. Hiermit. Okay, fallen lassen. Upgrade herstellen, auswählen. Na, na, na. Schild kann man herstellen, fallen lassen. Gut, dann in das Schwert und... Perfekt abgerollt. Dieses Haus scheint leer zu sein. Hm. Moment. Ja.
Das Glas hat sich automatisch repariert. Das ist automatisch reparierendes Glas. Verdammt, die Kräuter sind runtergefallen. Das sind die Kräuter. Verdammt. Okay. Das hätten wir viel schneller machen können. Gut. Okay, wo ist Yasim? Da vorne irgendwo am Arsch der Welt. Haben wir hier in der Nähe noch irgendetwas zu machen? Rindplakat. Aha, Schattenjägernest. Sonst noch etwas, das von Bedeutung sein könnte. Vermisste Person, Schattenjägernest. Mhm. Gut. Dann auf geht's. Yeah. Wir können den ganz... Au. Ich glaube, ich gehe dahin. Von da aus können wir unser Auto rufen. Und dann können wir uns, ja, mit dem Auto wegfahren. Zurück zu Yasim. Yasia. Nicht Yasim, sondern Yasia. Hey, ich mache meinen Shop hier bald dicht und ziehe um. Letzte Chance auf ein Schnäppchen. Okay. Das sollten wir eigentlich kennen, oder nicht? Willkommen, willkommen. Sehen Sie. Ah, hallo, mein Freund. Mächtiger Katana. Hm. Gekauft. Aus Kunden. Schrauben, wir nehmen sie alle mit. Ein paar Munition. Gewehr, gut, mit den Kids. Ja. Kein Bock, die ganze Zeit welche zu machen, also würde ich sagen, ja, und jetzt verkaufen wir. Mhm. Das kann weg. Reispistole kann noch bleiben, erstklassige, aha. Das haben wir ausgerüstet, das kann weg. Weg, 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 oh. Dann hätte vielleicht die Landminen nicht wegwerfen sollen. Hm. Gut, und jetzt alle Wertsachen verkaufen. Gut. Ah, verdammt, wir haben keinen Klecker oder König. Oh, dafür Gummi. Aber nein. Sehr nett, aber nein, danke. Weiter oben. Gut. Gut, das Fahrzeug wurde gerufen. Sollte gerade vor der Tür sein, oder? Ja. Moment. Hat er vielleicht Stromkabel? Ja, das kann man immer gebrauchen. Schmierstoffe. Aha, aha. Klingen sonst nichts. Okay, gut. Ich dachte, er hätte vielleicht irgendetwas von Bedeutung. So, das ist die Handling. Sieben Schrauben. Beschleunigung finde ich ein bisschen wichtiger. Hiervon 6 Schrauben. Dafür haben wir zu wenig Schrauben. Dann reparieren wir mal alles. Okay, dann reparieren wir nur das. F. So. Ach, nö. Verdammt. Also. Ugh!
Verdammt. Den Riesen habe ich getötet, aber ihr kriegt auch noch ihr euer Fett weg. Oder vielleicht später. Zuerst mal Heilung. Und dann. Okay. Und komm, der nächste bitte. Oh. Okay, gut, hier rüber. Einsäulen und dann. Gut, Kopf weg. Verdammt, sie haben mich erwischt. Gut, so gibt's auch. Und wir locken nur die ganze Zeit neue an. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.